Salut und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sepps Golf. Bald sind die Golfplätze wieder offen und dafür ist was ganz, ganz wichtig, und zwar deine Golfposition. Um dir zu helfen, die richtige Position zu haben, zeige ich dir die wichtigsten Punkte in der Position. Los geht's! Punkt 1 ist die Oberkörperneigung. Hier zeige ich dir, wie du dich nach vorne beugen oder nach vorne neigen solltest und auf was du unbedingt aufpassen musst. Also zuerst machen wir das ohne Schläge. Wenn du dich in die Golfposition begibst, musst du dich von der Hüfte, das heißt von dem Punkt hier, nach vorne neigen. Das heißt, du kannst deine Hände auf deinen Hüftknochen nehmen hier und dir helfen, dich nach vorne zu neigen und dann einfach den Druck wegzunehmen von deinen Knien. Da kommst du in die ideale Position. Auf zwei Punkte musst du ganz fest achten. Der erste Punkt: Dein Rücken muss schön gerade bleiben. Das heißt, die Neigung passiert nicht in eine Rundung, sondern dein Rücken bleibt gerade und du beugst dir von der Hüfte. Der zweite Punkt ist, du willst dich wieder vom Rücken beugen und aufpassen, nicht zu fest in die Knie zu gehen, um wie in eine Sitzposition zu kommen. Dann hast du sicher einen flachen Schwung, das ist nicht gut. Okay? Es muss wirklich von der Hüfte kommen und du kommst in die richtige Position. Für den zweiten Punkt brauchst du deinen Golfschläger, und diesen Punkt ist der Abstand zum Ball oder eher, wo hängen die Arme. Das ist ganz wichtig. Jetzt gucken wir uns mal das an. Wenn ich mich jetzt richtig nach vorne neige, was mache ich mit meinen Armen? Die müssen ganz leicht fallen. Das heißt, sie sind unter der Schulter. Hier kannst du schön sehen, die Arme sind unter der Schulter. Danach will ich meinen Schläger greifen. Du musst dir vorstellen, ich sage immer, wenn du einen Schweißtropfen hast, der von der Nase fällt, sollte er auf deine untere Hand drauf fallen. Natürlich, wenn du den Driver hast, bist du ein bisschen weiter weg und bei einem Chipschlag bist du näher. Aber die Arme müssen einfach locker nach unten fallen. Du willst aufpassen, dass du nicht zu nah am Körper bist, denn wenn du die Position hast, musst du dich wegbringen während dem Schwung, und wenn du zu weit weg vom Ball bist, ist es für dich möglich, sogar einen Luftschlag zu machen, und das wollen wir nicht. Der dritte Punkt ist die Gewichtsverteilung vom Fuß. Das bedeutet, ist denn das Gewicht eher Fußspitze oder Ferse? Und die Antwort dazu ist ganz einfach, es ist Mitte Fuß. Damit du diesen Punkt finden kannst, zeige ich dir jetzt eine tolle Übung, dass du entweder mit deinem Golfschläger oder mit deinem Richtungsstick machen kannst. Zuerst willst du den Stick am Boden legen. Jetzt willst du in der Mitte vom Stick stehen oder auf dem Golfschläger, und du kannst dich in die Golfposition begeben und nach vorne und nach hinten balancieren. Und jetzt willst du spüren, dass du das gleiche Gewicht vorne und hinten hast, dass du wirklich in der Mitte bist. Falls du diesen Punkt nicht erreichen kannst oder von Anfang an der schlechten Position bist, kannst du immer wieder üben, um diese Position zu finden, bis du perfekt in die Mitte bist mit deinem Gewicht. Okay, schon ist die Video vorbei. Vergiss nicht, die Position ist die Grundlage für einen sauberen und guten Schwung. Vergiss nicht, dich zu abonnieren, lass mir ein Like, ein Kommentar, was du gerne sehen willst, und wir sehen uns nächsten Freitag für die nächste Video.
Ciao und bis bald bei Sepp's Golf.